Your stage. Rafael, vielen Dank. Vielen Dank für die nette Einleitung und die ja, freundlichen Worte. Ja, wie ihr schon gehört habt, ich möchte heute gerne zum Thema Produktziele sprechen und ich habe ein paar Folien mitgebracht, die versuche ich euch jetzt zu zeigen. So, hoffentlich könnt ihr jetzt alle eine Startfolie sehen. Da steht Tips for Using Product Goals in Scrum. Bitte nicht erschrecken, die Folien sind auf Englisch und ich tue mein Bestes, Deutsch dazu zu sprechen. Ich lebe seit vielen Jahren in Großbritannien und ja, halte mittlerweile auch die meisten meiner Vorträge auf Englisch. Also wenn mein Deutsch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schlecht ist, wenn mir das eine oder andere Wort einfällt, dann bitte sieht mir das nach. Und ich plane jetzt nicht super lange zu sprechen, sondern vielleicht so ja, 25 Minuten, 30 Minuten einen Vortrag zu halten. Möchte ganz gerne darauf eingehen, was sind Produktziele, was ist so, wie ordne ich Produktziele ein, wie unterscheiden sich Produktziele auch von anderen Zielen, wie Sprintziel und Produktvision. Gehe dann so ein bisschen noch ein auf den Zusammenhang zwischen Produktzielen und Product Roadmap und Produktzielen und dem Product Backlog. Und abschließend möchte ich dann noch ein paar Worte zum Thema kollaboratives Ziele setzen, gemeinsames Ziele setzen sagen. Ja, und danach freue ich mich dann sehr über eure Fragen und Kommentare. Ha, so, jetzt habe ich zweimal geklickt. So, Fahd hat schon über den neuen Scrum Guide gesprochen, der letztes Jahr rausgekommen ist, vor einem knappen Jahr, habt ihr auch schon gehört. Und in der neuen Version von Scrum oder des Scrum Guides werden also Produktziele eingeführt. Ich persönlich finde das eine klasse Idee und ich habe schon länger mit Produktzielen gearbeitet und von daher hat es mich gefreut, dass die jetzt auch im Scrum Guide vertreten sind. Was steht im Scrum Guide, falls ihr ihn noch nicht gelesen habt oder euch nicht mehr erinnern könnt, ist ja kein Problem. Also hier steht, dass das Produktziel einen zukünftigen Zustand des Produktes beschreibt und dass es das langfristige Ziel für das ganze Scrum-Team ist. Ja, und dann steht auch noch, dass das Produktziel im Product Backlog vorgehalten wird und dass der Rest des Product Backlogs ja, entsteht, emergiert, um zu bestimmen, wie das Produktziel letzten Endes erreicht wird. Das heißt also, dass das Produktziel auch das Product Backlog fokussiert. Ja, dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Und der Product Owner, so steht es im Scrum Guide, ist dafür verantwortlich, dass das Produktziel entwickelt und auch explizit kommuniziert wird. Und das gesamte Scrum-Team arbeitet also an einem Produktziel, zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, naja, der Scrum Guide ist ja nur, wie soll ich sagen, beschreibt ja nur ein Framework und ist da von daher relativ abstrakt gehalten. Und dementsprechend haben also auch verschiedene Leute Produktziele ganz unterschiedlich interpretiert. Und verschiedene Kollegen von mir haben also auch unterschiedliche Anwendungsszenarien vorgeschlagen. Und ich dachte mir, ich teile euch jetzt mal mit, wie ich Produktziele einsetze. Naja, was haben wir denn für Ziele in einem Scrum-Kontext? Da haben wir sicherlich das Sprintziel, das existiert schon sehr lange. Ich denke, das wird schon im ersten Scrum-Buch, das 2002 erschienen, Software Development Business Scrum, soweit ich mich erinnere, erwähnt. Und ein Sprintziel beschreibt den Nutzen eines Sprints, also den Grund, warum wir den Sprint durchführen. Und naja, Sprints, wie ihr sicherlich alle wisst, sind relativ kurz, haben wir 1 bis 4 Wochen. Und damit ist so ein Sprintziel auch ein taktisches Ziel, ein Ziel, das dem Entwicklungsteam hilft, jetzt seine Arbeit zu fokussieren und eine Motivation auch darstellt. Und ja, und damit eben auch ein Produktinkrement umzusetzen. Ja, also ein sehr kurzfristiges, taktisches Ziel. Ja, und ein anderes Ziel, das im Scrum-Kontext immer wieder genannt wird, das ihr auch in den Scrum-Büchern findet. Ich denke da zum Beispiel an Agile Project Management with Scrum, ist, glaube ich, 2004 oder so erschienen. Da wird, denke ich, die Vision oder die Produktvision erwähnt. Und für mich ist eine Vision der Grund, warum wir ein Produkt entwickeln und sollte den positiven Wandel ausdrücken, den Produkt herbeiführt.
Ja, und so eine Vision, finde ich, sollte schön groß sein, sollte auch schön ambitioniert sein und sollte ein sehr langfristiges, inspirierendes Ziel sein. Also ich sage gerne 5 Jahre mindestens, vielleicht sogar 5 bis 10 Jahre oder noch länger. Ja. Vielleicht wird so eine Vision nie vollkommen erreicht. Das ist auch okay für mich. Übrigens, ich gebe nachher noch Beispiele für Sprintziel, Vision und noch die anderen Ziele, die ihr jetzt dann hier gleich seht. Aber ich dachte mir, ich stelle euch erstmal das Modell vor. Naja, und für mich hat sich, als ich angefangen habe, mit Scrum zu arbeiten, die Frage gestellt, wie hängt denn so eine Vision mit einem Sprintziel zusammen? Wie komme ich denn von so einem global galaktischen, ganz großen, ambitionierten, inspirierenden Ziel so zu so einem sehr, naja, ausführungsorientierten, taktischen, kurzfristigen Ziel? Wie mache ich das denn? Und ich habe tatsächlich viele Jahre gebraucht, um ein Modell zu entwickeln für mich, das zu funktionieren scheint. Ja, und jetzt gibt uns ja der Scrum Guide ein neues Ziel, das Produktziel, hurra, 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 haben wir schon gehört, also kommuniziert oder beschreibt den zukünftigen Zustand eines Produktes. Naja, ich würde dazu sagen, vielleicht würde es ja auch Sinn machen, dass das Produktziel den Nutzen oder, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch Outcome genau übersetzt, ja, den Nutzen des Produktes beschreibt oder den Nutzen, den das Produkt kreieren soll, ja, den spezifischen Nutzen, den das Produkt kreieren soll. Und auch das ist im Scrum Guide, glaube ich, angedacht, dass das Produktziel dann hilft, ein Sprintziel zu bestimmen oder anders gesagt, dass ein Sprintziel ein Schritt hin zum Erreichen des Produktzieles ist. Ja. Kann man Mehrwert sagen, Roman? Entschuldigung? Kann man Mehrwert sagen? Das oh, Mehrwert. Ja, vermutlich. Ich müsste es nachschauen. Ihr seht schon, also ich lebe einfach zu lange hier in England. Danke. Ja, einen Mehrwert, den Nutzen des Produktes beschreibt, spezifischen Mehrwert, Nutzen des Produktes beschreibt. Und da seht ihr schon, für mich ist ein Produktziel was anderes als eine Vision. Es ist also deutlich konkreter. Ja, um dann von der Vision zu einem Produktziel zu kommen, gehe ich aber gerne noch einen Zwischenschritt und leite zunächst mal Anwender, gegebenenfalls auch Kunden und Geschäftsziele ab. Also damit wird dann der Nutzen Richtung Markt, also Richtung Anwender und Kunden eines Produktes und der Nutzen Richtung Unternehmen klar beschrieben. Und diese Ziele zusammen mit der Vision halte ich auch gerne in einer Produktstrategie fest. Ja. Und wie gesagt, ich fange gerne mit der Vision an, leite dann die entsprechenden Anwender- und Benutzerziele ab und die helfen mir dann, die richtigen Produktziele zu erreichen. Und so ein Produktziel ist dann wieder der Kontext, um das richtige Sprintziel oder die richtigen Sprintziele zu identifizieren. Naja, und die Zeiträume, die diese Ziele betrachten, die werden von oben nach unten gesehen immer kürzer. Nicht? Vision hatte ich ja schon gesagt, was sehr lang ist für mich, was sehr langfristig ist für mich. So ein Anwender- und Benutzerziel, wie ich es in der Produktstrategie festhalten würde, ist dann maximal gültig für einen Produktlebenszyklusabschnitt. Das sind vielleicht 12 Monate, vielleicht auch 18 oder 24 Monate, je nach Produkt und je nach Markt. Und so ein Produktziel, der Scrum Guide sagt nichts dazu, aber ich schlage immer gerne vor, um die 3 Monate, also irgendwo so zwischen 2 und 6 Monaten als eine Faustregel für die Dauer dieses Ziels. Ja, und Sprintziel hatte ich schon erwähnt und wisst ihr ja auch, 1 bis 4 Wochen. Ne? Also die Ziele werden immer konkreter, die werden immer spezifischer und die Zeiträume, die die Ziele abdecken, werden immer kürzer. Und diese Ziele, die kaskadieren, die sind also systematisch miteinander verbunden. Also die Vision hilft uns, Anwender und Geschäftsziele zu, die richtigen Anwender und Geschäftsziele zu entdecken. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Anwender und Geschäftsziele zu erreichen, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, ob die Vision noch angemessen ist oder ob wir die Vision gegebenenfalls anpassen müssen oder uns eine gänzlich andere Vision und anderes Produkt suchen. Ja, also diese Ziele beeinflussen einander. Und um das noch ein bisschen besser zu illustrieren, habe ich mir gedacht, zeige ich euch ein Beispiel. Das ist also jetzt ein erfundenes Produkt, ein Produkt, bei dem es darum geht, Leuten zu helfen, Menschen zu helfen, sich gesünder zu ernähren. Also damit ist die Vision auch gesünder ernähren, Leuten zu helfen, sich gesünder zu ernähren. Also eine sehr große Vision, vielleicht auch eine ambitionierte Vision, aber mit so Visionen arbeite ich auch gerne. Ihr seht, das ist auch eine sehr kurze Vision, eine prägnante Vision, die so eine Art Slogan darstellt. Ja. Und daraus würde ich dann Anwender- und Geschäftsziele ableiten. Und nicht das Anwenderziel wäre jetzt, das Risiko Typ 2 Diabetes zu entwickeln, zu reduzieren. Und das Geschäftsziel wäre hier, eine neue Einnahmequelle zu eröffnen.
Ja, und mit diesen Anwendungen Geschäftszielen, auf deren Basis kann ich dann ein Produktziel ableiten. Und dabei nehme ich an, dass die Anwender und Geschäftsziele entsprechend validiert wurden. Die wurden ausgetestet. Die sind also gültig. Also ich habe damit sozusagen nachgewiesen, dass tatsächlich ein Bedarf besteht, das Risiko von Typ 2 Diabetes zu reduzieren und dass es realistisch ist, hier eine neue Einnahmequelle zu etablieren. Und vor dem Hintergrund kann ich jetzt eben dieses Produktziel hier ableiten und zwar den Anwendern zu helfen, ihre Essangewohnheiten zu verstehen und dabei eine initiale Anwenderbasis zu akquirieren, aufzubauen. Ja? Und dieses Produktziel habe ich dadurch identifiziert, indem ich mich gefragt habe, was ist denn ein erster konkreter Schritt, um das Anwender- und Geschäftsziel zu erreichen? Da dachte ich mir eben, naja, okay, für die Anwender erstmal bewusst sein, was meine aktuellen Essangewohnheiten sind und natürlich aus Geschäftssicht, ich muss erstmal in Abhängigkeit des Geschäftsmodells eine Anwenderbasis schaffen und Anwender akquirieren. Ne? Und wie ihr seht, formuliere ich hier das Produktziel ganz bewusst als ein zusammengesetztes Ziel. Kennt ihr vielleicht von den User Stories? Mike Coyne spricht in seinem klassischen Buch User Stories Applied von Compound User Stories. Eine User Story, die eigentlich zwei Aspekte abdeckt. Das mache ich hier ganz bewusst, um in dem Produktziel den Anwenderaspekt oder den Wert Richtung Anwender und den Wert Richtung Unternehmen auszudrücken. Das müsst ihr nicht so machen, steht natürlich auch nicht im Scrum Guide so drinnen. Ist einfach was, was ich im Laufe der Jahre als recht hilfreich herausgefunden habe. Ja, und mit diesem Produktziel kann ich mir dann überlegen, was wäre jetzt ein erstes gutes Sprintziel? Und vielleicht wäre so ein Sprintziel zu testen, zu validieren, dass die Anwender tatsächlich auch bereit sind, persönliche Informationen uns mitzuteilen, wenn sie die App aktivieren. Also können wir uns ja vorstellen, dass so eine App gerne dann auch wissen möchte, weiß ich nicht, wie das Alter oder das auch Gewicht oder irgendwie die Essgewohnheiten oder irgendwelche, wie sagt man auf Deutsch, das fällt mir das Wort nicht ein. Ist egal, weitere Benutzerinformationen, damit wir dann damit die App dann entsprechende Vorschläge machen kann, um dann auch den Anwendern zu helfen, ihr Essverhalten anzupassen und zu verbessern. Viele Anwender oder manche Anwender sind vielleicht nicht dazu bereit. Und das wäre vielleicht sinnvoll auszutesten gleich im ersten Sprint, damit wir hier nicht eine Barriere schaffen, die dann dazu führt, dass unser Produkt wenig eingesetzt wird im Markt. Ja? Wenn wir jetzt aber das Sprintziel nicht erreichen und vor allem, wenn wir mehrere Sprintziele nicht erreichen, ja, dann hat das wahrscheinlich Auswirkungen auf unser Produktziel. Das heißt vielleicht, dass unser Produktziel zu ambitioniert ist oder vielleicht gänzlich falsch ist, dass wir überlegen müssen, es zu überarbeiten. Und wenn wir ein oder mehrere Produktziele nicht erreichen, dann kann das bedeuten, dass unsere Anwender- und Geschäftsziele nicht realistisch sind. Und wie ich vorher schon kurz gesagt hatte, wenn die Anwender- und Geschäftsziele nicht realistisch sind, dann kann das bedeuten, dass die Vision so nicht gültig ist und dass wir die Vision anpassen müssen oder uns eine gänzlich neue Vision und ein gänzlich neues Produkt suchen. Also damit nochmal eben zur Illustration, diese Ziele, die kaskadieren, die sind miteinander verbunden, die sind sozusagen gelinkt, ne, die beeinflussen einander. Ich gehe eben gerne so, wie ich es gezeigt habe, vor, dass ich top-down arbeite, aber es ist eben nicht nur top-down, sondern es ist auch bottom-up. Es ist also eine bidirektionale Beziehung zwischen diesen Zielen. Nun sagt der Scrum Guide, was wir machen sollen als Scrum User ist, dass wir zumindest ein Produktziel identifizieren. Ich persönlich finde es aber hilfreich, so es möglich ist, nicht nur das nächste Produktziel zu bestimmen, sondern mehrere Produktziele für die nächsten 6, 9, vielleicht auch 12 Monate. Und das tue ich gerne im Rahmen einer Product Roadmap Planung oder Produkt Roadmap Planung. Und hier seht ihr also so ein Format für eine Product Roadmap. In dem Fall ist es eine sogenannte zielorientierte Product Roadmap. Manche Leute sprechen auch von Outcome-based, also mehrwertbasierten oder problembasierten oder themenbasierten Roadmaps. Für mich sind diese unterschiedlichen Begriffe weitestgehend austauschbar. Und bei so einer Outcome-basierten oder mehrwertbasierten oder zielorientierten Roadmap ist der Mehrwert, der Nutzen, das Ziel ganz zentral. Deswegen ist es hier auch eingerahmt und steht in der Mitte.
Und hier ist das Ziel, das ihr schon gehört habt, nämlich den Anwendern zu helfen, ihre Essangewohnheiten zu verstehen und damit auch eine initiale Anwenderbasis zu akquirieren. Und wie gesagt, ich finde es hilfreich, sich dann zu überlegen, okay, wie kann es dann weitergehen? Wenn wir dieses Ziel erreicht haben, was ist dann vielleicht ein nächstes sinnvolles Produktziel, ein nächster sinnvoller Mehrwert oder Benefit, den das Produkt vorweisen kann oder erreichen soll? Und das könnte sein, den Anwendern zu helfen, ihre Essangewohnheiten zu verbessern und noch mehr Anwender zu akquirieren. Ja, und dann schließlich als drittes Ziel, den Anwendern zu helfen, insgesamt fitter zu werden und nun auch das Produkt zu monetarisieren und Einnahmen durch In-App Purchases zu generieren. Wie sagt man Purchases auf Deutsch? Ihr seht, mein Deutsch ist wirklich schlecht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel. Und damit habe ich drei Ziele identifiziert. Und mit diesen drei Zielen, die habe ich geordnet, indem ich die semantischen Abhängigkeiten mir angeguckt habe. Und damit haben wir auch sowas wie ein Narrativ, eine Geschichte und können sozusagen die Beschreibung oder nee, die Entstehung unseres Produktes beschreiben. Ja, können also antizipieren, wie unser Produkt wohl entstehen wird und welchen spezifischen Mehrwert unser Produkt jetzt über die nächsten 6, 9 oder 12 Monate wohl generieren wird. Und nun ist es so, dass ich zusätzlich zu den Produktzielen in meine Roadmaps gerne noch ein paar zusätzliche Informationen mit aufnehme. Ich arbeite ganz gerne zumindest für interne Produkt-Roadmaps, also die hauptsächlich dazu dienen, die Arbeit der Stakeholder und der Entwicklungsteams zu koordinieren. Arbeite ich gerne mit einem Datum oder zumindest einem groben Zeitrahmen. Wenn das Erreichen eines Ziels jetzt in einem Major Release oder einer neuen Produktversion mündet, dann macht es vielleicht auch Sinn, diesem Release oder der Produktversion einen Namen zu geben. Und dann seht ihr, ich habe hier auch Features noch mit dabei, aber diese Features, die sind wirklich ganz, ganz, ganz groß und ganz wenig Features pro Ziel. Und jedes Feature muss dazu dienen, ein Ziel zu erreichen. Also wenn ihr zum Beispiel das erste Feature anschaut für das MVP, für das erste Ziel, Healthy Eating Dashboard, also ein Dashboard, eine Übersicht, die den Anwendern hilft zu verstehen, wie gesund sie sich ernährt haben. Da ist jetzt nicht spezifiziert, welche Informationen gezeigt werden. Ganz bewusst, denn diese Informationen, die sollen ja dann erst im Rahmen des Inspect and Adapt-Prozesses, des iterativen Vorgehens, wirklich genau bestimmt werden anhand von frühen Produktinkrementen, die wir bauen und dem User-Feedback, das wir einholen. Ja, und dann, das wollte ich nicht. Sorry. Und dann kann es sinnvoll sein, dass wir uns noch überlegen, woher wissen wir oder wie wissen wir, dass die Produktziele tatsächlich erfolgreich erreicht wurden und dass wir noch Erfolgskriterien oder Metriken hier mit aufnehmen. Und die erste Metrik ist, glaube ich, ganz okay. Die anderen Metriken für das Ziel 2 und 3, das sind eher so Platzhalter, die müssten dann noch entsprechend überarbeitet werden. Aber für mich wäre das jetzt eine Roadmap, die wahrscheinlich gut genug ist, um damit erstmal zu arbeiten und mit der Entwicklung am ersten Produktziel anzufangen. Also nochmal, meine Empfehlung ist, wenn ihr könnt, überlegt doch, dass ihr jetzt nicht nur ein Produktziel oder das nächste Produktziel identifiziert, sondern vielleicht über die nächsten 2, 3 Monate hinausschaut, gerade wenn ihr mit relativ fokussierten Produktzielen arbeitet, so wie ich das vorgeschlagen habe, und haltet dann diese Produktziele auf einer Product Roadmap fest. Ja, das nächste, was ich noch mit euch besprechen wollte, ist der Zusammenhang zwischen Produktziel und dem Product Backlog. Ja, und dazu gucken wir uns nochmal kurz die Product Roadmap an. Haben wir schon kennengelernt, zumindest ein Format. Da geht es also um den spezifischen Mehrwert oder den spezifischen Nutzen, den das Produkt in den nächsten Monaten kreieren will. Und da habt ihr also dann die Produktziele, ihr habt also Termine, ihr habt vielleicht dann auch grobe Features. Ja, und dann haben wir unser Product Backlog. Und so ein Backlog beschreibt ja die ausstehende Arbeit, die noch zu tun ist für das Produkt, inklusive der UX, dem UX-Design arbeiten und der Funktionalität, den Features, die das Produkt umsetzen soll und anbieten soll. Und da haben wir dann so Elemente wie Epics und User Stories für End-User-orientierte Produkte, vielleicht auch irgendwelche Workflow-Diagramme oder User Journeys, vielleicht irgendwelche Skizzen und Mockups und natürlich nicht funktionale Anforderungen. Naja, und jetzt haben wir ja ein Produktziel identifiziert. Wir haben auch Produktziele auf unsere Product Roadmap. Und dann bietet es sich an, finde ich, das nächste Produktziel zu nehmen und es tatsächlich ins Product Backlog zu kopieren.
Also so mache ich das gerne, dass ich versuche, einen Product Backlog wirklich auf ein Produktziel zu fokussieren. Und wenn er jetzt eben mit relativ spezifischen Produktzielen arbeitet, die, sagen wir jetzt, einfach nur die nächsten 3 Monate abdecken, dann würde euer Product Backlog wirklich auch nur Inhalte für die nächsten 3 Monate beinhalten. Und das führt dann dazu, dass das Product Backlog fokussiert ist und löst eines der Probleme, die ich immer wieder im Laufe meiner Arbeit gesehen habe, wenn es um Product Backlog geht, nämlich dass Product Backlogs viel zu groß sind, dass viel zu viel Einträge im Product Backlog vorhanden sind und dass diese Einträge nicht wirklich in einem klaren Zusammenhang stehen. Das führt einfach dazu, dass es unwahrscheinlich schwierig wird, mit so einem Product Backlog gezielt zu arbeiten, so einen Product Backlog dann auch gezielt weiterzuentwickeln, zu pflegen, zu aktualisieren. Also ich bin persönlich ein großer Fan davon, mit kompakten Product Backlogs zu arbeiten, Product Backlog möglichst knapp zu halten, insbesondere dann, wenn euer Produkt Innovation, Wandel aufweist, Wandel unterliegt, wenn euer Produkt, wenn Risiken vorliegen, wenn Unsicherheit vorliegt, sei es, dass ihr nicht wisst, ob ein Feature gebraucht wird oder in welcher Form ein Feature genutzt werden wird, oder sei es, dass nicht klar ist, wie Technologien und Architekturansätze umgesetzt werden. Also immer dann, wenn Wandel vorhanden ist, immer dann, wenn Unsicherheit vorhanden ist, finde ich sehr, sehr hilfreich, mit einem kompakten Product Backlog zu arbeiten. Und genau dabei hilft euch das Produktziel. Ja? Also fokussiert das Product Backlog und hilft damit eben auch zu bestimmen, welche Einträge in das Product Backlog gehen, nämlich nur solche Einträge, die notwendig sind, damit das Produktziel oder das nächste Produktziel dann auch wirklich erfolgreich erreicht werden kann. Ja? Da seht ihr also, beantwortet das Product Backlog die Frage, welches UX-Design und Funktionalität sollte das Produkt anbieten, um eben das nächste Produktziel treffen zu können. Und wir haben jetzt zusätzlich zu den genannten Elementen auch das Produktziel hier im Backlog. Natürlich müsst ihr das nicht so machen. Manchmal ist es auch nicht möglich, eine Produkt-Roadmap für ein Produkt zu kreieren. Manchmal ist es nicht möglich, über das nächste Produktziel hinauszuschauen. Nämlich dann, wenn ihr ein ganz neues Produkt habt oder wenn eben ganz besonders viel Unsicherheit und ganz besonders viel Wandel aktuell vorhanden ist. Aber nochmal, wenn ihr könnt, finde ich es normalerweise aus Produktsicht, aus Produktmanagement-Sicht sinnvoll, eine Produktzielplanung für die nächsten 6 bis 12 Monate vorzunehmen, die dann eben im Rahmen der Product Roadmap festzuhalten und dann das nächste Produktziel zu nehmen und ins Product Backlog zu kopieren und damit das Product Backlog zu fokussieren. Das bietet euch noch den zusätzlichen Nutzen, dass ihr damit dann auch wirklich eine schöne Konsistenz zwischen dem Product Backlog und der Product Roadmap, also zwischen dem strategischen Plan, die Product Roadmap ist ein strategischer Plan, und dem Product Backlog, einem taktischen Plan, einem taktischen Produktplan, dass ihr dann eine schöne Konsistenz hinkriegt. Ja, und zu guter Letzt, die schönsten Ziele sind nicht wirklich hilfreich, wenn der Product Owner sie formuliert und dann kommuniziert und die Stakeholder und Entwicklungsteammitglieder sagen, was sind das? Insofern finde ich es sehr hilfreich, zu versuchen, Ziele auch gemeinsam festzulegen. Und das heißt also, ich empfehle das gerne, dass der Scrum Product Owner zusammen mit den Entwicklungsteammitgliedern oder Entwicklern und den wichtigen Stakeholdern in Form von einem Workshop die Produktziele festlegt. Und der Scrum Master sollte auch dabei sein. Und da haben wir dann folgende Aufgabenteilung. Der Scrum Product Owner führt sozusagen inhaltlich und der Scrum Master moderiert. Also stellt sicher, dass beispielsweise eine sinnvolle Entscheidungsregel ausgewählt wird, vielleicht sowas wie Consent meine ich. Eine sinnvolle Entscheidungsregel ausgeführt wird, vielleicht auch durch den Entscheidungsprozess führt. Vielleicht auch ein paar Spielregeln vorab festlegt, sicherstellt, dass alle gehört werden, auch alle die Chance haben, beizutragen und jetzt nicht die Person, die am meisten verdient, die Entscheidungen bestimmt. Denn kollaboratives Ziele setzen und gemeinsam entscheiden heißt ja nicht, dass sozusagen der mächtigste Workshop-Teilnehmer hier gewinnt und ihre oder seine Meinung durchdrückt. Sondern dass wir Entscheidungen treffen, dass wir Ziele setzen, die sinnvoll sind für das Produkt in die richtige Richtung weiterführen und gleichzeitig möglichst viel
Unterstützung von den Teilnehmern erfahren, sodass die Teilnehmer die Produktziele verstehen, sodass die Teilnehmer auch dann hoffentlich bereit sind, auf die Produktziele hinzuzuarbeiten und ja, sozusagen nicht nur die abzunicken, aber dann an den eigenen Zielen zu arbeiten. Ne? Ist was, was in manchen Organisationen so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, gerade dann, wenn in der Organisation eher so interdisziplinäre Teamarbeit noch nicht so üblich ist oder wenn erwartet wird, dass eine Person entscheidet und eben Gruppenentscheidungen, Teamentscheidungen eher ungewohnt sind. Aber wenn ihr die Chance habt, würde ich euch empfehlen, damit zu experimentieren, uns auszuprobieren. Gerade wenn ihr der Product Owner seid, dann bietet es euch die Möglichkeit, eben das Wissen der Teammitglieder und Stakeholder abzugreifen. Es bietet euch die Möglichkeit, sicherzustellen, dass wirklich ein gemeinsames Verständnis der Produktziele existiert. Und ja, nach meiner Erfahrung wird durch das Einbinden der Mitarbeiter die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Leute eben tatsächlich dann auch die Ziele umsetzen, selbst wenn ihre Vorstellungen jetzt nicht unbedingt 1:1 in die Ziele eingeflossen sind. Ja, aber eben die Chance beizutragen, die Chance auch gehört zu werden, führt dann eben normalerweise zu einer verstärkten und besseren Akzeptanz der Ziele. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon fertig. Also als Zusammenfassung möchte ich sagen, dass ich finde, dass Produktziele wirklich sehr hilfreich sind, um spezifische und auch durchaus messbaren Mehrwert oder Nutzen, den ein Produkt kreieren soll, auszudrücken. Und würde ich euch von daher auch ermutigen, diese zu nutzen oder damit zu experimentieren. Und wie ich schon mehrfach gesagt habe, jetzt nicht nur das nächste Produktziel, sondern Ziele für die nächsten 6 bis 12 Monate, die dann auch auf einer zielorientierten Roadmap festzuhalten. Und dabei sicherzustellen, dass diese Ziele dann mit einer übergreifenden Produktstrategie und übergreifenden Geschäfts- und Anwenderzielen zusammenhängen. Ja, und eben die Zielsetzung gemeinsam zu betreiben, gemeinsam mit den Entwicklungsteammitgliedern und den entsprechenden Stakeholdern, um eben wirklich auch möglichst viel Unterstützung und Verständnis für diese Ziele zu generieren. Ja, und zu guter Letzt nutzt also das nächste Produktziel unter der Annahme, dass ihr also dass ihr mehrere Ziele identifiziert und die auf einer Roadmap festhaltet, um dann euer Product Backlog zu fokussieren und habt also den Mut, wirklich auch nur die Einträge ins Product Backlog aufzunehmen oder im Product Backlog zu belassen, die dann der Zielerreichung, der Erreichung des nächsten Sprintziels wirklich dienen. Ups, jetzt habe ich das schon wieder irgendwie gemacht, dass ich meine Maus bewegt habe und auf einmal ist die Schrift wieder weg. Tut mir leid. Ja, und damit bin ich auch am Ende meines Vortrags angelangt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fandet, was ich zu sagen hatte, ein bisschen hilfreich. Ihr findet mehr Informationen noch zum Thema Produktziele, Product Backlog und Product Roadmaps auf meiner Webseite und auch in diesen beiden Büchern. Strategize beschreibt Product Roadmap Praktiken und in meinem neuen Buch How to Lead in Product Management geht es unter anderem um kollaborative Entscheidungsfindung, also gemeinsam Entscheidungen festlegen mit den Entwicklungsteammitgliedern und den Stakeholdern. Und ich freue mich sehr über eure Fragen, aber wenn ihr aus irgendeinem Grund jetzt eure Frage nicht loswerdet oder wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schickt mir doch einfach bitte eine E-Mail. Danke nochmal für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Roman. Danke dir. Die Kollegen haben schon fleißig in der Chat einige Fragen gestellt. Weil ich moderiere und heute unhöflich bin, werde ich die erste Frage mal stellen an dich. Einverstanden? So, Roman, in dem Scrum Guide steht da drin, dass wir nur ein Product Goal mal haben sollen für einen bestimmten Zeitraum. Und wenn das fertig ist, dann stellen wir den nächsten. Oder wenn das obsolet ist, dann geht er weiter und entwickelt ein neues. Aber du schreibst, oder du sagst jetzt in deinem Vortrag, wir sollten mehrere haben. Oder du empfiehlst deine Empfehlung, dass wir mit mehr. Ist das nicht ein Konflikt mit dem Scrum Guide? Oder wie siehst du die Sache? Also ich sehe es nicht so. Jetzt versuche ich mal, kann ich hier irgendwie leicht schnell zurückgehen? Diese ganzen Animationen, das ist schrecklich. Ja, das ist schon okay, glaube ich. Nicht, also das ist nochmal so eine Beispiels-Produkt-Roadmap, eine zielorientierte Roadmap, wo ihr seht, dass ich eben 3 Produktziele identifiziert habe vorab. Das sind vielleicht dann für die nächsten, nicht nur vielleicht, das sind ja Quartale hier, für die nächsten 9 Monate.
Für mich ist es kein Widerspruch, ne? Dass Scrum Guide sagt, es gibt ein Produktziel und auf das Produktziel arbeitet das gesamte Scrum-Team hinzu. Scrum ist ja ein sehr einfaches, fokussiertes Framework und hat aus meiner Sicht auch einen Entwicklungsfokus. Es dient dazu, dass Teams komplexe Produkte entwickeln können. Was ich jetzt hier versucht habe mit zu betrachten und wo ich versucht habe, eine Verbindung herzustellen, ist eine Produkt-Roadmap als ein strategischer Produktmanagement-Plan. Nicht? Und Scrum ist ja kein Produktmanagement-Framework und bietet auch nur bedingt Werkzeuge für Product Owners und Produktleute an. Ne? Und aus Produktsicht macht es sehr viel Sinn. Generell finde ich, eine eben mittelfristige Produktplanung herbeizuführen und jetzt nicht nur die nächsten 2, 3, 4, 5 Monate anzuschauen. Das schafft nicht nur Kontinuität und eine gewisse Planungssicherheit für alle Beteiligten, sondern hilft auch dann beispielsweise ein Budget zu akquirieren. Und Scrum an sich guckt ja eigentlich immer nur von Sprint nach Sprint. Ne? Also letzten Endes sagen wir führen einen Sprint durch, dann machen wir einen Inspect and Adapt und dann schauen wir, können wir unser Produktziel erreichen, macht es noch Sinn und ansonsten schmeißen wir alles über den Haufen. Und das finde ich auch eine coole Sache. Das finde ich auch im Prinzip sehr sinnvoll, gerade wenn sehr viel Komplexität vorhanden ist, gerade wenn wir ein Produkt haben, das einem großen Wandel unterliegt, wo es sehr viel Unsicherheit und Risiko gibt. Also ein ganz neues Produkt entwickeln oder ein junges Produkt entwickeln oder ein bestehendes Produkt signifikant verändern und signifikant weiterentwickeln, da macht es sehr viel Sinn. Aber trotzdem, glaube ich, macht es auch Sinn zu sagen, basierend auf unserem aktuellen Wissen, wie könnte denn wohl unser Produkt sich entwickeln oder im Gutfall, wie würde es sich denn entwickeln? Ne? Mhm. Und was ich nicht gesagt hatte, aber was ganz wichtig ist, ist dann so eine, wenn ihr so eine Produktplanung und mit mehreren Produktzielen arbeitet, wenn ihr so eine Produktplanung macht, dass ihr dann die auch regelmäßig reviewt und dass ihr ein Inspect and Adapt nicht nur auf der Basis des Product Backlog macht oder der Produktinkremente und dann im Product Backlog macht, sondern dass ihr auch so ein Inspect and Adapt, was dann eine Produktstrategie und eine Produktroadmap anbelangt, macht. Muss nicht so häufig sein, nicht unbedingt jeden Sprint, nicht unbedingt alle 2 Wochen, aber so als Faustregel einmal im Quartal, sodass ihr im Prinzip 2 Inspect and Adapt-Kreise habt. Ihr habt sozusagen mehr einen taktischen Inspect and Adapt-Kreis, Zyklus, das sind dann die Sprints und dann habt ihr sozusagen mehr einen strategischen, aus Produktmanagement-Sicht, einen strategischen Inspect-and-Adapt-Zyklus. Das sind dann die Produktziele auf der Product Roadmap und das ist die übergreifende Produktstrategie. Danke, Roman. Dann würde ich mal mit alphabetisch oder nach der historischen Reihenfolge, der Jens hat gefragt, Stefan Pepper hat gefragt, du Roman, wie gehst du damit um? Wie schätzt du, wie lange die Implementierung, die Realisierung von Product Goal mal sein wird? Wie gehst du methodisch vor? Wie lange die Implementierung sein wird im Sinne von... Stefan, du kannst selber mal die Frage stellen, wenn du magst. Ja, moin. Moin. Genau, das war also quasi eine Frage in Richtung Sprint-Schätzung. Man kennt ja so verschiedene Methoden wie Kleidergrößen oder Boote oder wie auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt erstmal seine Produktziele definiert hat, dass es dann relativ schwierig ist, wie viele Sprints, also wenn ich das runterbreche auf die kleinste Größe, wie viele Sprints ich brauchen werde, um dieses Produktziel zu erreichen. Deswegen fand ich den kollaborativen Ansatz richtig spannend, weil man natürlich die Entwickler mitnehmen muss, wie die denn den Aufwand schätzen. Aber welche Schätzmethoden haben sich da bei dir irgendwie herauskristallisiert? Ja, vielen Dank für die Frage, Stefan. Also ich empfehle gerne, wenn es um eine längerfristige oder zumindest eine mittelfristige Produktplanung geht und um das Identifizieren von mehreren Produktzielen, die dann vielleicht auf einer Produktroadmap festgehalten werden, eine Top-Down-Schätzung zu machen. Also wirklich nur eine ganz grobe Schätzung zu machen. Und basierend auf der Erfahrung, der kollektiven Erfahrung von Product Owner, den Entwicklungsteammitgliedern und den Stakeholdern zu sagen, was ist denn realistisch für so ein Produkt? Ja, sei es jetzt ein neues Produkt oder dass ein Produkt weiterentwickelt wird. Was ist denn realistisch? Ist es realistisch? Und ich, also generell muss ich vielleicht nochmal kurz zurückgehen und sagen, ich fange immer
fange gerne bei so einer Produktplanung mit den Produktzielen an. Also sozusagen, das ist eigentlich immer mein Startpunkt, dass ich mir überlege, was sind jetzt so die Schritte hin, um Wert zu schaffen? Was sind so konkreter Nutzen, den das Produkt in den nächsten Monaten erzeugen soll, nicht? Und wenn ich sozusagen diese Ziele identifiziert habe, dann überlege ich mir, sind die denn realistisch? Und wie lange würde es denn wohl grob dauern? Oder wenn ich sage, ich möchte eigentlich gerne quartalsmäßig oder alle 2 Monate oder vielleicht sogar alle 6 Wochen einen sichtbaren Mehrwert für die Anwender zur Verfügung stellen, passen denn dann diese Ziele in diese Zeiträume hinein? Und dazu nutze ich dann das Gespräch und das kollektive Wissen von dem Entwicklungsteam und den Stakeholdern und ja, eben so einen kollaborativen Workshop, um das festzulegen. Aber das ist dann wirklich nur eine grobe Top-Down-Schätzung, basierend auf der Erfahrung der Workshop-Teilnehmer. Und ich würde jetzt nicht versuchen, die Produktziele runterzubrechen und irgendwelche Product-Backlog-Einträge abzuleiten und dann irgendwie die weiter zu verfeinern und dann vielleicht noch irgendwie Velocity zu schätzen und dann noch die Änderungsrate im Product-Backlog zu schätzen und dann eine Bottom-Up-Planung zu machen. Das ist einfach wahnsinnig viel Aufwand. Ich glaube, das ist im Regelfall für ein digitales Produkt, da ist sehr viel Spekulation dabei. Ja, und es führt einfach zu einem Product Backlog, das viel zu groß und viel zu detailliert ist. Das ist dann, finde ich, nicht sinnvoll. Ja. Okay, danke schön. Eine Geschichte noch ganz kurz. Was dann passieren sollte, ist am Ende von jedem Sprint, ist zu sagen, wie sieht denn eigentlich unser Fortschritt aus? Wie sieht der Fortschritt, Entwicklungsfortschritt aus? Und sind wir denn in der Lage, sind wir denn wohl in der Lage, das Produktziel so wie gedacht in dem Rahmen, in dem Zeit- und Kostenrahmen umzusetzen? Wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir einen Inspect and Adapt. Und das kann halt heißen, dass das Produktziel angepasst werden muss. Das kann auch heißen, dass wir beispielsweise dann noch 1 oder 2 mehr Sprints durchführen, in Abhängigkeit dessen, was am meisten Sinn macht. Ich würde mal Maxim zwischen die Leute, die sich jetzt die Hand erheben und bezüglich auch die Fragen, die im Chat sind, aber wenn ich hier bleiben darf, Roman, da hat auch ein Kollege mal hergestellt, der Thomas, gerade geschrieben, wie viele Product Backlogs sollten wir im Voraus befüllen? 1. Also ich persönlich, also es hängt jetzt wirklich, das ist eine coole Frage, auch vielen Dank, hängt von mehreren Faktoren ab. Aber generell finde ich, ist es so, also pro Produkt ein Product Backlog, ja, und ein Product Backlog beschreibt ein Produkt, das ist so eine 1:1 Beziehung. Und ich bin immer dann, wenn viel Wandel und wenn viel Unsicherheit vorliegt, persönlich ein großer Fan davon, Product Backlogs möglichst kompakt zu halten, hatte ich schon gesagt. Und eine gute Technik, um das hinzukriegen, ist, dass man das den Zeitrahmen, den ein Product Backlog betrachtet, limitiert, begrenzt, nicht? Also bevor Scrum das Produktziel eingeführt hat, der Scrum Guide das Produktziel eingeführt hat, hat ihr Product Backlogs haben können, die im Prinzip Jahre im Vorhinaus betrachtet haben, ne? Und wenn ihr in der Scrum-Historie zurückgeht, da gab es auch mal das Konzept von Release Backlogs. Also da gab es auch mal die Vorstellung, dass man im Product Backlog so eine Art Roadmap-Planung macht. Oder zumindest mehrere Releases im Product Backlog hat. Mehrere Major Releases, sollte ich sagen. Und das persönlich finde ich nicht sinnvoll. Das heißt, ich arbeite gerne so, dass ich eben eine Product Roadmap habe als längerfristige, mittel- bis längerfristige Produktplanung und dann wirklich im Product Backlog neu fülle, wenn ich anfange, am nächsten Produktziel zu arbeiten und damit das Produktziel ins Backlog kopiere, die groben Features ins Backlog kopiere und alles, was bis dahin im Backlog war, im Prinzip rausschmeiße. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen radikal, aber ich habe viele Backlogs gesehen, die haben so einen Bodensatz gehabt, also einen sehr substanziellen Bodensatz an, ich nenne die manchmal ganz gerne Zombie-Items. Ne? Die sind weder, leben die noch sind sie tot? Keiner weiß, was sie da eigentlich machen. Sie sind halt mal ins Backlog eingeführt worden, weil sie scheinbar furchtbar wichtig schienen oder weil eine wichtige Person gesagt hat, das müsst ihr aber unbedingt noch machen. Und weil wir uns gedacht haben, Mensch, es ist weniger Stress, das jetzt hier auszudiskutieren und irgendwie den Konflikt zu suchen, haben wir gesagt, ja, okay, machen wir. Wir haben es dann runter depriorisiert und da liegen die jetzt schon seit Jahren. Und ich meine, finde ich, können wir auch so konsequent sein, dass wir sagen, okay, die schmeißen wir jetzt einfach raus, ja, und halten dann eben wenn Ideen, die wirklich wichtig sind, im Rahmen der Product Roadmap fest, aber auch eben nur ganz, ganz grob, ja, sodass das Product Backlog viel fokussierter wird und auch dann regelmäßiger sozusagen neu initiiert wird sozusagen.
Danke. Aber also nochmal, ihr müsst es nicht so machen, das ist nur ein Vorschlag. Und wie gesagt, es bietet sich halt insbesondere dann an, wenn ihr halt sehr viel Veränderung und Unsicherheit in eurem Produkt habt. Wenn ihr jetzt ein sehr stabiles, reifes Produkt habt, dann könntet ihr auch tatsächlich mehrere Produktziele in eurem Product Backlog beschreiben, auch wenn es im Scrum Guide nicht so angedacht ist. Danke, Roman. Dann lass ich mal mit Carsten. Du hast eine Frage, Carsten, Kollege? Okay, das ist nicht nur eine Frage, ist eine Anmerkung. Ich finde es wirklich gut, dass jetzt die beiden Welten zusammenwachsen, dass die klassische Entwicklung sozusagen, wo halt eben dann auch vorher, ja, Mission Vision kenne ich vom NATO Architecture Framework seit über 20 Jahren, dass quasi beiden Welten wieder zusammenwachsen. Und sagen wir mal so, ich habe vor gutem Jahr angefangen, sagen wir mal, ein praktisch UML-Metamodell zu bauen, um halt eben solche Projekte, die entsprechend auch mit Produktzielen und sowas arbeiten, abzubilden. Also wer Modellierungsansatz fahren möchte, okay, kann sich bei mir melden. Danke, Carsten, für den... Nein, es geht ganz einfach darum, sozusagen, dass ich mich wirklich freue, dass jetzt die beiden Welten, sozusagen das klassische V, was kein Wasserfall ist, und halt eben das Agile jetzt langsam sozusagen eine Konvergenz finden. Danke, Carsten. Ja. Corinna, du hast eine Bemerkung, eine Frage? Ich habe sogar eine Frage. Und zwar eine Frage zu einem schönen Satz im Scrum Guide, der dadurch heißt, they must fulfill, und they ist dann das Scrum Team, fulfill or abandon one objective before taking on the next. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Wie erlebst du das oder wie managst du das, dass du wirklich sagst, okay, dann konsequent wirklich dieses Ziel erreichen und auch wirklich sich darauf committen und sagen, jetzt haben wir es erreicht oder eben auch nicht oder wir lassen es. Und das sehe ich noch nicht so ganz bei Teams. Ja, ich persönlich finde das sehr sinnvoll, und ich meine, eine von den Aspekten, die ich immer sehr hilfreich an Scrum fand, ist eine Zielorientierung. Ne? Also wir haben die Vision und wir haben die Sprintziele, die gab es eigentlich schon immer. Jetzt haben wir auch noch die Produktziele, und wenn ihr nochmal denkt an so diese Schablone, diese Roadmap-Schablone, die ich euch gezeigt habe, da sind eben auch Metriken aufgeführt, Erfolgskriterien, um klar zu sagen, welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit dann auch dieses Produktziel erfolgreich erreicht ist. Ja, also so, ich finde es hilfreich, die Produktziele spezifisch zu machen, und wenn ihr könnt, sie eben auch so zu formulieren, dass sie messbar sind, dass eben klar ist, haben wir es erreicht, haben wir es nicht erreicht, und was ist notwendig, damit dieses Produktziel erreicht werden kann. Und generell hilft es, finde ich, wie soll ich sagen, Klarheit zu schaffen, Produktivität zu erhöhen und dann auch den Fortschritt zu verfolgen, wenn wir uns auf ein Ziel ausrichten, auf ein Ziel fokussieren. Ne? Also von daher finde ich das sehr sinnvoll, dass der Scrum Guide sagt, wir arbeiten wirklich an einem Ziel. Ist was ich voll unterstützen würde, ist was ich in meiner Arbeit auch so eigentlich sage.